Willkommen zu den Südwind-Videos Migration und Flucht verstehen. Migration und Flucht sind Themen, die unsere Gesellschaft polarisieren wie kaum ein anderes Thema. Fremdenfeindlichkeit, Abschottung gegenüber anderen, aber auch Gleichgültigkeit gegenüber dem, was in anderen Regionen der Welt passiert, scheinen in unserer Gesellschaft zuzunehmen und scheinen auch von immer mehr Menschen geteilt zu werden. Begriffe wie Migrationsströme oder Flüchtlingswelle, die in Medien, aber auch in parteipolitischen Äußerungen zunehmend benutzt werden, vermitteln den Eindruck von Naturgewalten und schüren Ängste. Dagegen wollen wir Hintergründe und Fakten setzen, wollen aufklären darüber, wie sieht es mit Migration und Flucht weltweit aus. Tatsache ist, dass der größte Teil der Menschheit nach wie vor in der Heimat bleibt und dort auch bleiben will. Eine weitere Tatsache ist, dass von den Menschen, die ihre Heimat verlassen, entweder freiwillig oder gezwungen, der allergrößte Teil innerhalb der Herkunftsregionen oder in den Nachbarländern verbleibt. Doch diese Tatsachen gehen in der Debatte unter. Gegen diese Einseitigkeiten und auch daraus entstehende Vorurteile wollen wir Fakten und Zusammenhänge setzen. Wir werden in den folgenden Videos mehrere Themen beleuchten, die zum Kontext Migration und Flucht gehören. Dazu gehört die Frage, wie hat sich Migration und Flucht global über die letzten Jahre entwickelt, aber auch, wie hat sie sich Richtung Europa und Deutschland entwickelt? Welche Ursachen tragen zu Migration und Flucht bei? Welche Rolle spielen soziale Ungleichheit und globales Wirtschaften? Welche Rolle spielen Kriege und Konflikte in den Herkunftsländern? Aber auch, was trägt der Klimawandel zu Migration und Flucht bei? Wir fragen nach den Ursachen und den Folgen der Migration speziell von Frauen. Wir fragen nach den Auswirkungen der Heimatüberweisungen auf die Herkunftsländer und schließlich beschäftigen wir uns auch mit der europäischen Grenzpolitik und den Aussichten auf eine globale Migrationsgestaltung und globale Migrationspolitik im Rahmen der Vereinten Nationen durch den kommenden globalen Vertrag zur Migration. Die Videos, die wir für Sie zusammengestellt haben, sind alle relativ kurz, ein paar Minuten nur. Deshalb können wir auch alle Themen nur relativ kurz anreißen. Wenn Sie mehr Zeit und mehr Interesse haben, dann finden Sie aber zu jedem Video Begleitmaterial auf der Website verlinkt, sodass Sie dann eventuell auch die Themen vertiefen können. Und scheuen Sie sich nicht, stellen Sie uns Fragen, wir antworten Ihnen gerne.